Wildlachs mit Bellauchöl und Rösti für 4 Personen für besondere Anlässe, ehe die Kartoffeln schälen. Wasser in einem Topf aufkochen und die Kartoffeln im Siebeinsatz darin zugedeckt 8 Minuten garen. Oder die Kartoffeln im gelochten Garbehälter des Dampfgarers bei 2 Grad Celsius 8 Minuten vorgaren. Einige Bärlauchblätter für die Deko beiseite legen, den Rest mit kochendem Wasser überbrühen, abtropfen lassen und mit dem Traubenkernöl im Mixer pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, 3 die Kartoffeln auf einer Küchenreibe feinraspeln und salzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, aus der Kartoffelmasse kleine Portionen abnehmen und in der Pfanne zu Röstis braten, 4 die Möhren schälen und längs halbieren. Mit Salz, Zucker und der Butter in den Siebeinsatz geben und über kochendem Wasser zugedeckt 10 bis 12 Minuten garen. Oder im gelochten Garbehälter des Dampfgarers bei 2 Grad Celsius 2 bis 12 Minuten garen. 5 Für den Pochjesu das Suppengrün putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Mit 1/2, 1 Wasser, Weißwein, Lorbeerblatt und Pfefferkörnern in einem Topf aufkochen. Den Lachs waschen, trocken tupfen und in 4 Stücke teilen. Mit Pfeffer würzen, mit Olivenöl beträufeln und im Siebeinsatz über dem so zugedeckt 6 bis 8 Minuten dämpfen. 6 Oder den Fisch, ohne Sud, aber mit Pfeffer und Olivenöl, im gelochten Garbehälter des Dampfgarers 7 Minuten vor Ende der Garzeit der Möhren mit in den Dampfgarer geben. 7 Dem Lachs vorsichtig in Stücke teilen und mit grobem Salz würzen. Den Fisch mit den Röstis und Möhren auf Teller anrichten und mit dem Bärlauchöl beträufeln. Tipps und Tricks: Wenn die Saison für Bärlauch vorbei ist, können Sie auch Basilikum, Kresse oder Rucola nehmen. Bärlauch hat einen intensiven knoblauchartigen Geruch. Am besten wird er frisch vor der Blütezeit. Rosa Thunfischfilet mit Wasabi-Spargelsalat. Eine die Thunfischfilets waschen, trocken tupfen und mit Ketjapen-Anis und Pflaumenwein in eine Plastiktüte geben. Eng zubinden, sodass die Marinade gleichmäßig den Fisch umgibt. Für eine Stunde in dem Kühlschrank liegen 2 den weißen Spargel schälen, den grünen nur im unteren Drittel schälen und die Enden abschneiden. Den Spargel schräg in 3 cm große Stücke schneiden. Wasser in einem Topf aufkochen, den weißen Spargel darin im Siebeinsatz 6 bis 8 Minuten bis fest garen, den grünen 3 bis 5 Minuten. 3 Für die Zubereitung im Dampfgarer: den weißen Spargel im gelochten Garbehälter bei EOO Grad Celsius 6 bis EO Minuten bis fest garen, den grünen Spargel nur 3 Minuten. Abkühlen lassen. Für 4 Personen mit asiatischen Touch-Zutaten. 4 Thunfischfilets, p. 140 Gramm. 3 cm dick, Milliliter Ketjapen-Anis, süße Sojasauce, 100 ml Pflaumenwein, je 50 OG weißer und grüner Spargel, 1 Mango, 1/4 TL Wasabi-Paste, Logi-Creme Double, 1 TL Honig, 4 L weißer Balsamico-Essig, 4 L Traubenkernöl, Pfeffer aus der Mühle, grobes Meersalz. 5 Die Thunfischfilets aus der Marinade nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Großzügig mit grob gemahlenem Pfeffer bestreuen. Die Thunfischfilets in einer beschichteten Pfanne von allen Seiten nur je 10 Sekunden anbraten und im Backofen bei 7 Grad Celsius, Oberhitze, warm halten. Für die Zubereitung im Dampfgarer: die angebratenen Thunfischfilets in Frischhaltefolie wickeln und im gelochten Garbehälter bei 75 Grad Celsius 2 bis 4 Minuten fertig garen. Das Thunfischfilet soll innen noch rosa sein. 6 Den Spargelsalat nochmals abschmecken und auf Teller verteilen. Den Thunfisch diagonal durchschneiden und auf den Salat setzen. Thunfisch zum Schluss mit grobem Meersalz bestreuen. Weiter im Erettigsud mit Kartoffelwurzelgemüse für 4 Personen mit leichter Schärfe. Eine die Kartoffeln schälen, waschen und in 1,5 cm große Würfel schneiden. Für die Zubereitung im Siebeinsatz Wasser in einem Topf aufkochen. Siebeinsatz hineinsetzen und die Kartoffeln darin zugedeckt 15 Minuten vorgaren. Oder die Kartoffeln im gelochten Garbehälter des Dampfgarers bei 2 Grad Celsius 12 Minuten vorgaren. 2 Möhre und Sellerie schälen, Lauch putzen, waschen und alles in feine Streifen von 5 cm Länge schneiden. Den Estragon waschen und trocken schütteln. 3 Das Fischfilet waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Für das Pochieren das Gemüse mit Weißwein, Brühe, Estragon und etwas Salz aufkochen. Den Fisch mit den Kartoffelwürfeln in den Sud geben und zugedeckt 14 Minuten ziehen lassen. Der Fisch sollte nicht gekocht werden. 4. Für die Zubereitung im Dampfgarer den Fisch mit den Gemüsestreifen, dem Weißwein, der Brühe und dem Estragon im ungelochten Garbehälter bei 90 Grad Celsius 12 bis 14 Minuten garen. Die Kartoffelwürfel 2 Minuten mit garen. 3. Den Fisch mit dem Wurzelkartoffelgemüse in tiefe Teller anrichten und mit Meerrettich bestreuen. Mit etwas Garsud begießen. Schwertfisch mit Oliven, Kapern und Tomaten für 4 Personen. Mediterrane Delikatesse. 1. Für die Zubereitung im Backofen den Ofen auf EOO Grad Celsius, Umluft, vorheizen. Den Schwertfisch waschen, trocken tupfen und in eine Auflaufform oder den ungelochten Garbehälter des Dampfgarers geben. Mit Olivenöl umgießen. 2. Die Cocktailtomaten waschen und trocken tupfen. Die getrockneten Tomaten in Würfel schneiden. Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Alles mit Oliven, Kapern und Zitronenschale auf dem Fisch verteilen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Im Backofen 35 Minuten garen. Im Dampfgarer bei GO Grad Celsius 16 bis 18 Minuten garen. Zutaten: 4 Scheiben Schwertfisch ohne Haut, bei 15 OG. 1,5 cm dick, 200 ml Olivenöl, 200 g Cocktailtomaten, 5 OG getrocknete Tomaten, Bunt Basilikum, Logi griechische Kalamata Oliven, ohne Stein, 5 OG Kapern, abgeriebene Schale von 2 unbehandelten Zitronen, grobes Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, 15 OG Parmesan Rosmarin Focaccia, Zubereitung, Osso Buco vom Lamm. 3. Den Parmesan feinreiben und portionsweise nacheinander kreisförmig in eine beschichtete Pfanne streuen. Wenn der Parmesan gebräunt ist, den Pfannenboden in kaltes Wasser tauchen und die erstarrten Chips aus der Pfanne nehmen. Nach Belieben formen. Die Focaccia aufschneiden und toasten. Den Fisch und alle Zutaten mit etwas Öl auf Teller verteilen. Focaccia und die Parmesan-Chips dazu servieren. Orangenkabe mit Polenta für 4 Personen. Leichte Sommerküche. 1. Die Orangen waschen und Rucken reiben. Die Schale von 2 Orangen fein abreiben und von allen Orangen den Saft auspressen. Basilikum waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. 2. Orangenschale, Basilikum und Olivenöl mit dem Pürierstab zu einer Paste mixen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch waschen, trocken tupfen und mit der Paste einreiben. Straff in Frischhaltefolie einrollen wie einen Bonbon. 3. Den Orangensaft mit dem Zuckersirup artig einkochen lassen. Kurz abkühlen lassen und die Butter unterschlagen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen, der Länge nach halbieren und in 6 cm große Stücke schneiden. 6. Für die Zubereitung im Dampfgarer Polenta Grieß, Milch, Butter, Salz und Muskatnuss in einen ungelochten Garbehälter geben und bei GO Grad Celsius 14 Minuten garen. Die Polenta öfter mal umrühren. Die Fischrolle in der Folie nach 6 Minuten im gelochten Garbehälter unter die Polenta geben. Die Frühlingszwiebeln die letzten 3 Minuten mit dem Fisch garen. Gefüllte Rotbaubenfilets mit Ratatouille und Safranpüree für 4 Personen aus der Mittelmeerküche. Die Kartoffeln waschen und in der Schale in Salzwasser weich garen und schälen. Oder die Kartoffeln schälen, vierteln und im gelochten Garbehälter des Dampfgarers bei GO Grad Celsius 15 Minuten weich garen. Schalotten und Knoblauch schälen. Paprika, Zucchini und Aubergine putzen und waschen. Alles in feine Würfel schneiden und im Olivenöl andünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und etwas abkühlen lassen. Die Fischfilets waschen, trocken tupfen, salzen und pfeffern. Butter, Semmelbrösel, Eigelb, Rosmarin und die Gemüsewürfel miteinander vermengen. Zwischen je 2 Fischfilets 2 Öl-Füllung geben und die Fischfilets wie ein Sandwich zusammensetzen. Wasser in einem Topf aufkochen. Backpapier mit Butter einfetten und in einen Siebeinsatz legen. Die gefüllten Fische darauf zugedeckt 8 Minuten dämpfen. Zutaten:
40 g mehlig kochende Kartoffeln mittlerer Punkt, Salz 2 Schalotten Knoblauch 10 rote Paprikaschote 1 Zucchino 1 kleine Aubergine 1 Öl Olivenöl Pfeffer aus der Mühle 8 mittelgroße Rot Taubenfilets 1 Öl weiche Butter 3 Öl Semmelbrösel Eigelb 1 Öl gehackter Rosmarin 200 ml Milch 0,1 g gemahlener Safran 1 Öl Butter für die Zubereitung im Dampfgarer die gefüllten Fischfilets in einen gefetteten gelochten Garbehälter geben und bei 85 Grad Celsius 7 bis 9 Minuten garen. In einem Topf Milch, Safran, Butter, Salz und Pfeffer aufkochen. Die Kartoffeln durch die Presse drücken und mit der Milch zu einem Püree verarbeiten. Warm halten. Den Fisch auf dem Püree anrichten. Nach Belieben noch in Butter geschwenkte Staudensellerie-Scheiben dazugeben. Seeteufel-Nudeltürmchen mit Tomatenbutter für 2 Personen originell und etwas teurer die Kartoffeln schälen und vierteln. Wasser in einem Topf aufkochen und die Kartoffeln im Siebeinsatz darin zugedeckt 15 Minuten vorgaren. Oder die Kartoffeln in einen gelochten Garbehälter des Dampfgarers geben und bei EOO Grad Celsius 15 Minuten garen. Lasagneblätter im Salzwasser bis fest garen. Oder im ungelochten Garbehälter mit Salzwasser im Dampfgarer bei 2 Grad Celsius EO Minuten bis fest garen. Das Basilikum waschen, trockenschütteln und hacken. Die Butter schaumig schlagen und passierte Tomaten und Basilikum unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Seeteufelfilets waschen, trocken tupfen und in 4 gleich große Stücke teilen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tomaten waschen, den Zucchino putzen und waschen. Beides in Scheiben schneiden. Das Gemüse in einen Siebeinsatz geben, den Fisch darauf legen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt 8 Minuten dämpfen. Für die Zubereitung im Dampfgarer Fisch, Tomaten und Zucchini-Scheiben im Ungeloch den Garbehälter bei 85 Grad Celsius 8 bis EO Minuten garen. Die Lasagneblätter eine Minute vor Ende der Garzeit im Siebeinsatz oder Dampfgarer mit erwärmen. Kartoffeln mit der Butter und der Sahne zu einem groben Püree zerdrücken, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zucchini, Tomatenscheiben, Lasagneblätter, Fisch und Kartoffelpüree abwechselnd zu 2 Türmenschichten. Zwischendurch immer wieder mit der Tomatenbutter beträufeln.